Was war deine beste Entscheidung bisher? Wir treffen täglich bis zu 20.000 Entscheidungen. Das meiste davon, 95% ungefähr, natürlich unbewusst. Viele Entscheidungen treffen wir mit dem Bauchgefühl oder aber mit dem Kopf. An viele Entscheidungen erinnert man sich gar nicht mehr in seinem Leben. Wahrscheinlich, weil es schlechte Entscheidungen waren und die verdrängt man dann lieber. Gute Entscheidungen, die dein Leben sehr stark beeinflussen, bleiben dir in Erinnerungen und sind immer präsent. Für mich war eine dieser Entscheidungen, vegan zu werden, vor 5 Jahren. Wenn du wissen willst, wie es dazu kam, dann bleib jetzt dran. Ja, wie bin ich zum Veganismus gekommen? Wie bei den meisten, vermute ich jetzt mal, ist es einfach eine zufällige Begebenheit im Leben, die dazu führt. Bei mir war das Ganze vor 5 Jahren und ich habe mich beschäftigt damals mit Hautproblemen aufgrund des Absetzens der Pille. Viele Frauen bekommen da Probleme mit der Haut, weil der Hormonhaushalt natürlich wieder komplett ja, durcheinander kommt, vor allem wenn man die Pille eben schon lange genommen hat. Ja, jedenfalls bin ich dadurch bei Recherchen irgendwie auf das Thema Milch gekommen, weil Milch ja auch einen sehr schlechten Einfluss auf die Haut hat. Und ich bin da auf ein Video gestoßen von dem YouTube-Kanal Lichtblick. Den würde ich euch natürlich auch empfehlen, vor allem wenn euch gesundheitliche Aspekte interessieren zum Thema Veganismus. Er hat zumindest damals vor 5 Jahren seinen Fokus auf die Gesundheit gelegt. Mittlerweile liegt der Fokus auf der Moral. Also es hat sich ein bisschen gewandelt auf seinem Kanal. Man findet aber da jetzt eben beides, wenn man danach sucht, was super ist, wenn man gesundheitliche Fragen hat zum Thema Veganismus oder eben auch zum Debattieren, was die moralischen Fragen betrifft. Also klare Kanalempfehlung hier von mir. Schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Genau, also da habe ich mir ein Video über Milch angeschaut und bin dann irgendwie so von einem Video zum anderen natürlich gekommen. Und in einem Video ging es dann um die Empfehlung der Dokumentation Earthlings und die habe ich mir dann eben angeschaut. Bei Earthlings, die ist schon ein bisschen älter, die Dokumentation, da liegt der Fokus sehr, sehr stark auf der Moral und auch die Bilder, die man da sieht, sind einfach furchtbar. Und nachdem der Film zu Ende war, war ich einfach geschockt. Mein ganzes Leben war auf den Kopf gestellt. Ich habe mich gefragt, was habe ich 34 Jahre in meinem Leben eigentlich gemacht? Wie kann ich tierlieb sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite für solche Grausamkeiten bezahlen gegenüber Tieren, die einfach nur unschuldig sind, nichts gemacht haben und genauso leben wollen wie ein Hund, eine Katze oder ein Pferd. Nach diesem Video wusste ich einfach sofort, okay, ich muss was ändern. Und am nächsten Tag, als ich einkaufen gegangen bin, ab da habe ich keine Tierprodukte mehr gekauft. Ich habe nicht lange großartig darüber nachgedacht, oh mein Gott, auf was muss ich jetzt achten oder was esse ich jetzt, weil innerlich sofort klar war, ich bezahle dafür nicht mehr und dafür will ich nicht mehr verantwortlich sein. Und alles andere kam nach und nach. Das heißt, ich bin einkaufen gegangen, habe Gemüse, Obst, Getreide, das, was man halt sonst auch isst, wo man natürlich weiß, dass es rein pflanzlich ist. Bei anderen Sachen, klar, musste man erstmal ein bisschen nachlesen. Und dann habe ich mir nach und nach Gedanken gemacht und habe mich ein bisschen informiert, auf was muss ich achten. Wie kann man was ersetzen beim Backen zum Beispiel? Aber das ist so Learning by Doing. Ja, das ist wie bei anderen Sachen auch. Das kommt einfach automatisch und war gar kein Problem. Also von dem her, es ist machbar, vom einen Tag auf den anderen vegan zu werden. Man muss es einfach nur im Herzen verstanden haben und mit dem Kopf dann umsetzen. Genau. Ja, also das war mein Weg zum Veganismus. Und ja, ich kann allen
einfach nur empfehlen, sich Earthlings oder auch eine neuere Dokumentation, die es gibt, ist Dominion, anzuschauen, um sich bewusst zu machen, für was man bezahlt und für was man verantwortlich ist. Nicht nur im Bereich der Ernährung, sondern auch in anderen Bereichen, was Kleidung betrifft, wie Wolle, Leder und so weiter, Zirkus, Tierausbeutung in Aquarien und so weiter, in Zoos. Ja, das gehört ja alles mit dazu. Warum genau war das meine beste Entscheidung? Als allererstes, man hat keine kognitive Dissonanz mehr. Was ist kognitive Dissonanz? Kognitive Dissonanz entsteht, wenn man auf der einen Seite eben Dinge weiß. Man weiß, es sterben Tiere dafür, für Nahrung. Man weiß oder man ist eigentlich tierlieb und möchte nicht für oder ist gegen Tierausbeutung und gegen Tierleid und macht aber auf der anderen Seite genau das. Ja, das sind einfach zwei verschiedene oder eine Moralvorstellung, die man hat und eine Handlung, die aber gegeneinander arbeiten. Und wenn man sich einmal mit der Thematik beschäftigt, beziehungsweise wenn man aufgeklärt wurde, dann geht es eben gegeneinander und das tut auf Dauer nicht gut. Das war auch eins der besten Gefühle. Ich weiß noch genau, der Abend, an dem ich ins Bett gegangen bin, mit dieser Entscheidung, okay, wenn du morgen einkaufen gehst, dann packst du das einfach nicht mehr in deinen Einkaufswagen. Und der Tag danach, als ich dann ins Bett gegangen bin, das war eins der unbeschreiblichsten und schönsten Gefühle, die ich je hatte und auch immer noch oft habe, wenn man ins Bett geht und weiß, ich bin nicht mehr dafür verantwortlich. Ich sorge nicht mehr für dieses große Tierleid, was tagtäglich überall stattfindet. Und da fällt einem so eine große Last vom Herzen, dass das ja ist einfach unbeschreiblich. Und dieses Gefühl möchte ich nicht mehr missen. Und das im Gegenteil, es wird nicht weniger. Ich bin oft so sehr dankbar, wenn ich Essen mache, für dieses Gefühl einfach ja, das zu wissen, dass ich dafür nicht mehr verantwortlich bin. Das ist einer dieser großen Punkte, warum es die beste Entscheidung meines Lebens war. Die zweite Sache ist natürlich, dass eine gute Entscheidung eine Entscheidung ist, die man nicht mehr rückgängig machen möchte. Und das ist hier der Fall. Ich werde nie wieder Tierprodukte kaufen und ich weiß, dass ich mein ganzes Leben lang mich nicht vom Veganismus abwenden werde. Und das ist, denke ich, ein Zeichen dafür, dass man sich sicher ist, eine gute oder die beste Entscheidung in seinem Leben getroffen zu haben. Und ein weiterer, dritter Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, ist, dass sich seit dieser Entscheidung hat sich natürlich in meinem Leben sehr, sehr viel verändert. Ja? Das ist nicht nur das Einkaufen, es ist schon ein kompletter Lebenswandel und dadurch, dass ich natürlich auch jetzt noch Aktivismus mache, habe ich viele, viele Menschen kennengelernt und ich bin so dankbar für diese vielen tollen veganen Menschen, die ich kennengelernt habe. Sie bereichern alle mein Leben und ja, das macht mich glücklich, solche Menschen gefunden zu haben. Und das gehört mit zu dieser besten Entscheidung meines Lebens dazu. Viertens, natürlich ist meine beste Entscheidung auch eine super Entscheidung für die Tiere, denn ich mache das ja nicht für mich, dass es mir irgendwie gesundheitlich besser geht. Das ist natürlich auch ein Nebenfaktor davon. Oder dass ich jetzt kein schlechtes Gewissen mehr habe, sondern der Grund sind die Tiere. Das heißt, meine beste Entscheidung ist auch die beste Entscheidung für die Tiere. Und ich hoffe, auch du triffst die Entscheidung für die Tiere. Oft in seinem Leben steht man an einer Gabelung und muss sich für einen Weg entscheiden, den man in seinem Leben eben trifft. Und dann weiß man nicht, was passiert oder man hat halt Angst davor, diese Entscheidung zu treffen.
Aber wie kann man Angst davor haben, eine Entscheidung zu treffen oder einen Weg einzuschlagen, der frei von Gewalt ist? Frei von Gewalt gegenüber anderen fühlenden Lebewesen. Es kann da einfach nichts Schlechtes passieren. Alles ist gut, was da passiert und für was es passiert. Die größte Angst, die ich dabei verstehen kann, ist so dieser soziale Aspekt, dass man Angst hat, im Freundeskreis oder im familiären Kreis auf Probleme zu stoßen. Das kann ich verstehen, aber auch hier denke ich, dass es sehr von dem Willen abhängt. Bei anderen Sachen kann man sich auch durchsetzen, die einem wichtig sind oder die kann man vertreten und warum nicht da? Also es macht für mich einfach keinen Sinn, das irgendwie als Grund vorzuschieben. Sicherlich ist es manchmal am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert oder man muss sich ein paar dumme Sprüche anhören, aber da muss man einfach drüber stehen und das hört auch irgendwann auf. Da muss jeder so seinen Weg für sich finden. Zum Abschluss möchte ich gerne noch ein Zitat vorlesen von Theodore Roosevelt, was finde ich super gut zu dem Thema Entscheidung treffen in Bezug auf den Veganismus passt, weil ja ich da einfach sofort die Connection gesehen habe. In jedem Moment der Entscheidung ist das Beste, was Sie tun können, das Richtige. Das nächstbeste ist das Falsche. Und das Schlimmste, was Sie tun können, ist nichts. Übertragen auf den Veganismus bedeutet das, dass das Beste, was man tun kann, wenn man das Leid der Tiere sieht, vegan zu werden ist. Um das Ganze nicht mehr zu unterstützen, was man im Film Earthlings oder Dominion sieht. Das nächstbeste, also sowas wie ich reduziere jetzt und esse nur noch einmal die Woche Fleisch, das ist dann eben das Falsche. Dann das hilft den Tieren nicht, die halt immer noch ins Schlachthaus geschickt werden, auch wenn es nur noch einmal die Woche ist. Es sind immer noch Tiere da, die den gleichen grauenvollen Lebensweg durchstehen müssen und am Ende getötet werden. Und das Schlimmste, was man tun kann in dem Fall, ist eben nichts tun, weil das ist dann auch das Schlimmste für die Tiere, weil sich dann nichts ändert. Deswegen hoffe ich, dass du die richtige Entscheidung triffst. Go vegan and stay vegan.